Das Gemälde, welches wir euch heute vorstellen, trägt den Titel Die Zirkusreiterin und wurde im Jahr 1913 von Ernst Ludwig Kirchner mit Öl auf einer 119,8 x 99,8 cm großen Leinwand gemalt. Das Bild entspringt der Zeit des Expressionismus. Zuallererst wirkt das Gemälde düster mit starken Kontrasten. Besonders hervorsticht ein knalliges, immer wiederkehrendes Rot. Die anderen Farben wirken im Gegensatz dazu wie verblasst und sehr dunkel. Der Fokus liegt auf der nackten Reiterin, die droht vom Pferd zu fallen. Das Bild breitet sich in Wellen nach außen vom Zentrum aus. Im Vordergrund steht eine elegant gekleidete Frau, die den Blick auf die Reiterin fallen lässt. Diese steht auf der Arena, vor der sich ebenfalls ein Teil im Vordergrund befindet. Im Mittelgrund des Gemäldes befindet sich ein weißes Pferd, welches sich auf der linken Seite der Arena befindet und auf derselben Seite galoppiert. Auf dem Pferd ist eine nackte Frau zu sehen, die droht herunterzufallen, doch trotz dieser Tatsache lächelt sie. Auf der rechten Seite befindet sich ein weiterer Mensch, der das Pferd scheinbar antreibt. Direkt daneben befinden sich zwei kleine Fähnchen. Im Hintergrund befindet sich auf der gesamten linken Seite das Publikum, während sich auf der rechten Seite unbekannte Gestalten befinden, die anscheinend ebenfalls das Pferd antreiben. Direkt daneben sind ungenaue Linien, die als Treppen zu identifizieren sind. Hinter dem Publikum befinden sich Säulen, die das Gebilde aufrechterhalten. Das Bild besteht hauptsächlich aus dunklen, unreinen Farben, die etwas verblasst wirken. Dennoch sind viele helle Farben wie Rot vorhanden. Der Künstler arbeitete hier mit dem immer existierenden Farbe-an-sich-Kontrast. Hierzu kommt, dass er sowohl mit einem Komplementärkontrast als auch mit einem Quantitätskontrast gearbeitet hat. Der Komplementärkontrast lässt sich in Form von Rot und Grün im Gemälde wiederfinden. Der Quantitätskontrast ist erkennbar an den geringen Mengen an Rosafarben, mit der die Frau gemalt worden ist. Diese ist ebenfalls der Eyecatcher durch ihre alleinige Erscheinung in diesem Gemälde. In diesem Gemälde wird die Aufmerksamkeit direkt auf die nackte Zirkusreiterin gelenkt, die sich auf dem Pferd befindet. Das macht sie zum Eyecatcher und damit zum Zentrum des Gemäldes. Das restliche Gemälde baut sich in Wellenform um das besagte Zentrum herum auf. Daraufhin folgt die Arena mitsamt des Pferdes und den anderen Leuten und das dahinter befindliche Publikum. Das Gemälde ist zudem in viele einzelne Flächen aufgeteilt, die jedoch nicht durch Konturen voneinander getrennt sind. Kirchner hat hauptsächlich einen sehr feinen Pinselduktus, der sich durch das gesamte Kunstwerk zieht. Dies zeichnet sich dadurch aus, dass man die Pinselstriche kaum voneinander differenzieren kann. Das Gemälde wurde in der Vogelperspektive angelegt, die Überblick auf das gesamte Szenario verschafft. Generell zeichnet sich eine Asymmetrie im gesamten Kunstwerk dadurch aus, dass verschiedene Elemente nicht ausgewogen über das Werk verteilt sind. Auch sind wenig Konturen in der Umgebung zu sehen, allerdings zeichnen sich bei den Eyecatchern, in dem Falle die Zirkusreiterin und dem Pferd, mehr Feinheiten, also sichtbare Konturen, ab. Das Rot ist die Farbe, die im Gemälde am ausdrucksstärksten und dominantesten zum Ausdruck kommt und signalisiert die Gefahr, in der sich die entblößte Frau befindet, denn sie droht, von dem Pferd zu stürzen. Das Pferd, das aufgrund der Farbe weiß den Frieden widerspiegelt, wird durch das aggressive Rot bedroht. Jedoch ist das weiße Tier noch mit roten Farbklecksen versehen, was noch mehr für die Bedrohung des Friedens steht. Das Gemälde Die Zirkusreiterin wurde im Jahr 1913 kreiert. Es ist das Jahr, in welchem eine wachsende Konfliktsituation den Frieden der Welt ins Wanken bringt, bis 1914 der Erste Weltkrieg seinen Anfang findet, in dem viele Menschen ihr Leben ließen. Die Bevölkerung wurde durch aktuelle Botschaften seitens der Nationen über das Wettrüsten in Konkurrenz mit anderen Ländern auf dem Laufenden gehalten. Diese geschichtlichen Ereignisse lassen sich auch auf das Gemälde zurückführen. Das wilde Pferd steht hierbei für das Wettrüsten der Länder, wobei die Arena, auf welchem sich das Tier bewegt, die Welt selbst darstellt. Aufgrund der Farbe Weiß, die den Frieden repräsentiert und die in dem Reittier wiederzufinden sind, schließen wir daraus, dass es sich um eine Repräsentation des Friedens an sich handelt, die jedoch der Bedrohung zum Opfer fällt. Da die Frau eine Mischung beider Farben, also Rot und Weiß, trägt, repräsentiert sie die Balance in der Welt, die auf dem Frieden ruht. Die Balance jedoch droht aus dem Gleichgewicht zu geraten und zu stürzen, so wie es die geschichtlichen Ereignisse vorgaben.
Die Zuschauer stellen hierbei die Bevölkerung dar, die dem entbrennenden Krieg einfach zuschauen und diesen sogar befürworten. Wir finden, dass das Gemälde sehr zu den damaligen Geschehnissen passt. Aufgrund der dunklen Farben macht sich eine eher traurige, nachdenkliche und depressive Stimmung breit. Rein visuell finden wir das Gemälde nicht sehr ansprechend. Die Nachricht, die einhergeht, verleiht dem Ganzen jedoch einen Charakter und Tiefe. Unserer Meinung nach einer der gelungensten Werke Kirchners.